Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antriebe sind unser Thema. Heute sprechen wir über den Bereich, der im ersten Moment gar nichts mit Antrieben zu tun hat. Wir sprechen nämlich über elektromagnetische Verträglichkeit. Warum wir im Zusammenhang mit Antrieben über sowas sprechen, wird später klar werden. Nun, was ist die elektromagnetische Verträglichkeit? Was vertragt sie da oder was vertragt sie da nicht? Ja? Sind das zum Beispiel zwei Dioden, der eine zur anderen sagt, oh, ich glaube, unsere elektromagnetische Verträglichkeit ist wunderbar. Mir gefallen Ultraviolettdioden. Nein, natürlich nicht. Unter elektromagnetischer Verträglichkeit versteht man an und für sich, dass ein Gerät funktioniert. In der Unsere Umgebung ist mit elektromagnetischer Strahlung verseucht, ja, oder die gibt es einfach, ja. Und ein Gerät hat darin zu funktionieren. Okay? Also ein Gerät funktioniert, das heißt, elektrische Geräte funktionieren. In der Umgebung. In der Umgebung, für die sie gedacht sind, zufriedenstellend. Ja? Naja, und? Ja. Was ist da? Ja. Ja, das ist manchmal nicht so klar, ja, weil es gibt einfach Störungen. Ja? Woher kommen diese Störungen? Von anderen elektrischen Geräten, üblicherweise, von anderen elektrotechnischen Einrichtungen. Manchmal hat es natürliche Ursachen wie die Sonne, aber egal. Das heißt, die Geräte, die dürfen, die müssen funktionieren in der für sie gedachten Umgebung, und sie dürfen diese Umgebung nicht unzulässig beeinflussen. Und das geht's auch. Und dürfen diese Umgebung nicht unzulässig beeinflussen. Das ist elektromagnetische Verträglichkeit. Okay? Also Geräte funktionieren in der für sie gedachten Umgebung und beeinflussen diese nicht unzulässig oder nur bis zu einem gewissen Grenzwert. Okay? Was sind jetzt so typische, was heißt jetzt beeinflussen? Was sind Störgrößen? Was sind Störgrößen? Nun, man unterscheidet normalerweise zwei Arten von Störgrößen. Es gibt die leitungsgebundenen Störgrößen. Das können sein Ströme und Spannung. Störstrom, Störspannung und Störstrom. Also von irgendwoher kommt der Spannung, die ich nicht brauchen kann, und von irgendwoher kommt der Strom, den ich nicht brauchen kann, und der stört meine Funktion. Weil da halt plötzlich ein Strom rennt, den brauche ich nicht. Ja? Und dann gibt es Strahlung. Okay? Strahlung. Was kann strahlen? Ja, da gibt es elektrische Störfelder. Und magnetische Störfelder. Und diese Sachen hier, das sind die sogenannten Störgrößen. Okay. Das sind also die Störgrößen, mit denen kann ein Gerät andere Sachen beeinflussen.
wie es zu der diversen Kopplung kommt, das werden wir sich nur anschauen. Aber ja, man kann sich das einmal vorstellen. Ja? Also ein Gerät kann mit elektrischen Störfeldern, mit magnetischen Störfeldern irgendwelche anderen Sachen beeinflussen oder über irgendwelche Spannungen und Ströme, die es da irgendwie einbringt. Ja? Ja. Jetzt, in welcher Größenordnung liegen die? Ja? Die liegen in ganz unterschiedlichen Größenordnungen. Das gibt einfach enorme Unterschiede, was in welcher Umgebung zulässig ist und was nicht, was stört schon, was nicht und so weiter. Es ist einfach ein Unterschied, ob ein Gerät gedacht ist dafür, weiß ich nicht, für da ein normales Zimmer, ja, für einen Verteiler, ja, irgendwo ein Starkstromverteiler, also ein Hochspannungsverteiler, ja, irgendwo, das sind auch elektrische Geräte dort, die irgendwas ein- und ausschalten, und da gibt es ganz andere Felder, ja, oder vielleicht für die Umlaufbahn, für einen Satelliten, da gibt es auch ganz andere Felder, ja, und wie gibt man das an, ja, wenn so etwas über viele Dekaden sich erstrecken kann, solche Störfelder und solche Störungen, dann gibt man das üblicherweise in einem logarithmischen Maß an. Ja? Also, die Störfelder können Störungen über viele Dekaden in der Größenordnung. Das heißt, diese Störsachen und so weiter werden angegeben in ein logarithmisches Maß. Logarithmisches Maß. Und zwar nehmen wir Dezibel. Okay, ja. Autoradio. Oh, das macht viel Dezibel! Ja? Dezibel ist aber nur ein Unterschied, ja? Ein Unterscheidungsmaß. Und zwar bezieht man das auf eine Bezugsgröße. Ja? Das bezieht man auf eine Bezugsgröße und kann man eigentlich für alle möglichen angeben. Ja? Zum Beispiel für Spannungsgrößen oder sagen wir Feldgrößen, ja? Für Feldgrößen. Ströme und Spannungen. Dann ist das Maß in Dezibel, ja, ist 20 mal der 10er Logarithmus vor der Spannung 1 zur Spannung 2. Oder, wenn man zum Beispiel jetzt in die Ströme, 20 mal der 10er Logarithmus vom Strom 1 zu Strom 2. Ja? Immer bezogen auf eine Bezugsgröße. Okay? Und für Leistungsgrößen sind irgendwelche dB sind 10 mal Logarithmus von P1 zu P2. Komisch, ja? Aber in dem P ist zum Beispiel das U Quadrat drin und das Quadrat C Gevier. Weißt, so schaut das aus. Ja. Gut. Leistungsgrößen, also so definiert, Feldgrößen ist so definiert. Und was sind jetzt die Bezugsgrößen? Ich habe gesagt, okay, das sind ja irgendwelche Bezugsgrößen. Das sind geeignete Größen einfach. Ja. Bezugsgrößen sind dabei geeignete Größen. Zum Beispiel irgendwelche Grenzwerte, so irgendwas. Ja. Zum Beispiel 1 Milliwatt. Ja. Oder 1 Mikrovolt oder 1 Mikroampere oder so irgendwas, ja. Oder 1 Mikrovolt pro Meter. Irgendwas. Irgendwelche Werte an und für sich,
auf die es Sinn macht, dass ich mich bei diesem spezifischen Problem konzentriere. Okay? Ja, das wäre elektromagnetische Verträglichkeit. Also, wir dürfen die Umgebung nicht stören. Ja? Wie kommt es überhaupt dazu, dass eine Störung von meinem Gerät irgendwie auf ein anderes Gerät übergeht? Das werden wir uns in den nächsten Videos anschauen. In den nächsten Videos wird es um die Kopplungen gehen, um Kopplungsarten. Im nächsten Video, spezifisch, sprechen wir über die galvanische Kopplung. Leitungsgebundene Kopplung. Wie geht das? Ja, und warum passiert das? Und ja, im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.